Vor wenigen Minuten ging am Stand der Börse Stuttgart die Diskussionsrunde Kur Vadis, DAX, DAO und DAO Börsenparty und kein Ende in Sicht zu Ende. Einer der Teilnehmer ist jetzt bei mir, Matthias Hüppe von der HSBC. Herr Hüppe, auch die schönste Feier ist irgendwann mal vorbei. Wann ist es beim DAX soweit? Na, ich kann zumindest, wenn ich mal das Messesentiment nehme, so ein bisschen sagen, es wird, glaube ich, noch weiterlaufen. Weil wenn man hier mit den Anlegern spricht, sagen die meisten, fragen genau die gleiche Stelle, ist denn jetzt nicht langsam Ende? Soll ich jetzt überhaupt noch in die Aktienmärkte gehen? Und solange diese Euphorie noch nicht da ist, glaube ich, wird es noch ziemlich weitergehen. Wie sieht es beim Dow Jones aus? Das ist ja der zweite Part der Diskussionsrunde gewesen. Die Zinswende steht bevor. Ja, wobei Zinswende ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Also Zinswändchen, wenn überhaupt. Also Frau Yellen hat sich natürlich rausgelehnt, hat gesagt, wir werden die Zinsen erhöhen. Das wird auch passieren. Das wird aber in homöopathischen Mengen passieren, sodass wir da nicht davon sprechen können, dass wir wirklich eine Zinswende haben, sondern es wird mal wieder Zins geben. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir wieder in die Dimension gehen, wie sie noch vor ein paar Jahren der Fall war. Was erwarten Sie für das zweite Halbjahr? Also wir glauben, wenn man das Ganze sieht, die Liquidität ist da, die Zinsmärkte bieten an und für sich eigentlich gar keine Renditen mehr. Man sieht eigentlich nur noch auf Kurssteigerungen ab. Solange die EZB das macht, kann man sagen, ich kaufe Staatsanleihen, auch wenn die einen negativen Zins kriegen, der Kurs steigt weiterhin. Aber am Ende des Tages ist natürlich die Aktie eigentlich schon fast alternativlos. Von daher muss es den Aktienmärkten helfen. Natürlich Immobilien etc. ist auch ein Thema, aber da sagen viele, das ist doch schon ziemlich weit gelaufen. Und auch wenn wir uns KGVs angucken, wir sind zwar im Bereich 15 bis 18, aber der Vergleich, den ja von vielen hier gezogen wird, der ist das nicht so wie 2000, 2001, diese Euphorie. Und da muss man sich aber sagen, nein, A, die Euphorie ist nicht da und B, die KGVs damals waren weitaus höher. Also so gesehen, wenn man dieses Kriterium nimmt, kann man sagen, ist es eigentlich noch günstig, die Aktienmärkte, auch gerade verglichen zu Renten, wo KGVs Richtung 2000 gehen. Und man muss sich natürlich auch mal die Frage stellen, werden denn die Unternehmen weiter wachsen? Weil das ist ja das Entscheidende. Deutschland ist eine Exportnation, auch gerade hier im Schwaben, da ist der Daimler, wird ja immer angesprochen. Daimler produziert natürlich oder verkauft ins Ausland hauptsächlich und natürlich hilft da auch der schwache Euro. Deswegen, und das ist das Entscheidende natürlich, die Aktienkurse müssen auch Substanz haben, dadurch, dass die Unternehmen weiterhin Geld verdienen. Und zurzeit sieht man schon, dass wir, gerade Deutschland, davon profitiert, dass der Euro schwach ist, dass die Zinsen niedrig sind. Also das ganze Umfeld spricht eigentlich dafür, dass die Aktienkurse weiter steigen sollten. Was heißt das schlussendlich für Privatanleger? Man kann also durchaus auf dem jetzigen Niveau auch noch einsteigen? Ja, also ich meine, viele haben sich bei 10.000 gefragt, soll ich jetzt noch einsteigen, haben es dann gelassen, weil sie sagten, das ist ja aber jetzt viel zu hoch, ärgern sich natürlich dementsprechend. Entscheidend ist natürlich auch, wenn man jetzt einsteigt, will man langfristig einsteigen, kurzfristig einsteigen. Langfristig kann man zu jedem Zeitpunkt einsteigen, da kann man auch kurz vor einer Krise eingestiegen sein. Über mehrere Jahre hat sich das dann sozusagen wieder harmonisiert und man ist am Ende des Tages dadurch, dass man günstiger kaufen konnte, sogar noch ins Plus gelaufen und hat sehr gute Renditen erzielt. Also langfristig, denke ich, gar keine Frage. Kurzfristig sollte man sich natürlich bewusst sein, es gibt mehr Volatilität, mehr Schwankungen in den Märkten. Wenn man dann auch, wir haben ja auch viele, die es spekulativ machen wollen, die sollten sich natürlich dann schon klar sein, wo steige ich wieder aus, weil ich muss da nicht diese ganze Bewegung nach unten mitnehmen, sondern da muss ich auch entsprechend frühzeitig meinen Stop setzen und sagen, okay, dann ist das jetzt für mich mal vorbei und ich warte wieder ab, wenn sich der Markt vielleicht konsolidiert hat. Also Psyche ist ganz entscheidend, Verluste begrenzen, Gewinne mitnehmen, das sagen wir immer und wir sagen dann auch, lassen Sie sich doch einfach vom Markt zeigen, wie weit es läuft. Läuft es bis 13, 14, was auch immer, das werden wir sehen. Wenn Sie aber den Stop immer hinterher setzen und sagen, okay, wenn es gut gelaufen ist, sichere ich meine Gewinne ab und immer mit jeder Stufe, die es weiter nach oben geht, sichere ich weitere Gewinne ab, dann hat man, glaube ich, eine gute Methodik, um mitzugehen und dann vielleicht frühzeitig wieder auszusteigen. Und wer das ab 10.000 gemacht hätte, der wird sich sicherlich über seine Gewinne bisher schon freuen. Matthias Hüppe von der HSBC, vielen Dank für das Gespräch.